Serie Menschen getroffen, die ihr Leben grundsätzlich verändert haben. Und sind sie auf dem Weg zur Arbeit wieder schwach geworden? Vorsätze für das neue Jahr haben oft die Laufzeit eines Smartphone-Akkus. Hier kommt die gute Nachricht für alle, die eine Diät machen wollten. Lassen Sie es. Sie tun sich nämlich keinen Gefallen, sagen Experten. Das Gewicht kommt zurück. Unser Stoffwechsel wird richtig bösartig runtergeschaltet, wenn wir abnehmen und dicker waren. Ja, und der Körper versucht wieder dahin zu kommen, weil das wohl mal ein Überlebensprogramm war. Heißt, wer dauerhaft abnehmen will, muss seine Ernährung umstellen, so wie Rita Lorenz. Bevor sie ihren Ernährungscoach André Schönbeck traf, versuchte sie es ganz einfach. Immer die Variante, die viele vielleicht kennen, FDH. Aber da was versucht, ein bisschen an Gewicht zu verlieren oder zu korrigieren. Oder ich dachte auch, die Ehejahre tragen dazu bei, dass man einige Kilos zunimmt. Aber es war insgesamt ein großer Irrtum. Ich habe anders getickt. Vor 5 Jahren hat André Schönbeck ihr einen Ernährungsplan maßgeschneidert. Er sagt, für langfristigen Erfolg muss man seinen Körper genau kennen. Es gibt ca. 108 verschiedene Stoffwechseltypen. Und wenn man das in Gruppen teilen würde, um das zu vereinfachen, gibt es in der Tat wirklich einen Eiweißtyp, es gibt einen Kohlenhydrattyp und es gibt auch noch so einen Mischtyp. Genaue Zahlen fehlen, aber die Erfahrung zeigt, bei den Europäern sind ca. 60% der Menschen sogenannte Eiweißtypen. 15% können Kohlenhydrate gut vertragen, der Rest sind Mischtypen. Wenn man mal wüsste, zu welcher Gruppe gehört man dann, dann hätte man natürlich auch den Schlüssel schon in der Hand zu sagen, jetzt weiß ich mal, in welcher Richtung mich ernähren muss. Rita Lorenz hat eine Liste, welche Lebensmittel gut für ihren Stoffwechsel sind. Bei ihr hat es funktioniert. 16 Kilo hat sie in 6 Monaten abgenommen, konnte ihre Medikamente absetzen und hat ihre Arthrose im Griff. Sie enthalten sich jetzt auch nicht komplett. Also nein. Es ist jetzt nicht so, dass Sie irgendwie jetzt so Verzicht üben und so ein bisschen wie im Kloster vor sich nehmen. Gar nicht. Auf geht's von Berlin nach Hamburg. Dort bin ich mit Hanna Frei verabredet. Essen ist Hannas Lebensinhalt, vorausgesetzt es ist gesund. Die 28-Jährige hat während ihres Studiums ihre gesamte Ernährung auf Clean Eating umgestellt. Sie isst nur noch unbehandelte Lebensmittel, keinen Zucker, kein Weißmehl und macht alles selbst. Es ist natürlich ein Prozess, ne? Das macht man nicht von heute auf morgen. Ich habe einfach Schritt für Schritt angefangen, mehr zu kochen, weniger auswärts zu essen, weniger Essen zu bestellen, weniger Fixtüten zu benutzen. Ihre Erfahrungen mit Clean Eating teilt sie in einem Blog. Mittlerweile hat sie tausende Follower. Ich finde das Konzept wenig kompatibel mit einem stressigen Berufsalltag. Hanna schon. Ich mache mir einmal in der Woche einen Wochenplan und schreibe mir auf, was ich kochen möchte. Für mich war es auf der einen Seite eine Zeitersparnis. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es Geld spart. Clean Eating braucht natürlich ein bisschen mehr Planung und Vorbereitung. Aber wenn man so ein paar Wochen hinter sich hat, dann funktioniert das ganz automatisch. Hanna Frei und Rita Lorenz haben beide etwas ganz Wichtiges getan. Sie haben sich selbst und ihre Gesundheit ganz vorn angestellt und nicht die Gewichtsabnahme. Vielleicht ist das ja das Geheimnis. Wirklich das Essen zelebrieren. Auch beim Einkaufen, beim Zubereiten und beim gemeinsamen Essen. Das heißt, Essen muss ein soziales Ereignis werden. Wenn Sie also das nächste Mal auf dem Weg zur Arbeit an den Brezeln vorbeikommen, dann entscheiden Sie bewusst. Haben Sie Hunger, Langeweile oder Appetit? Schreiben Sie auf, was, wann und wie viel Sie essen. Aber nicht schummeln. Denn bewusst essen ist der erste Schritt und mit dem beginnt bekanntlich jeder Weg. Und verzichten Sie mal 2 Wochen auf jeglichen Zucker. Sie werden überrascht.